Es ist extrem wahrscheinlich, dass die US-Demokraten in Georgia beide Sitze haben erobern können. Und die Frage stellt sich jetzt, was heißt das für die Märkte? Das will ich in diesem Video ein bisschen beleuchten. Und das ist natürlich schon ein ziemlicher Krimi gewesen. Es ist so, wie eigentlich vorausgesagt, zunächst mal lagen die Republikaner vorne, aber dann mit Auszählung der Briefwahlstimmen haben die demokratischen Kandidaten immer mehr Boden gut gemacht und dann überholt. Warnock ist schon offiziell zum Sieger ausgerufen worden, dieser Pastor der Demokraten. Ossoff liegt vor Perdue, werden wir gleich sehen, aber es ist also sehr, sehr wahrscheinlich, dass jetzt doch dieser blaue Sweep der Fall ist, also dass der Präsident demokratisch ist, das Abgeordnetenhaus und eben ganz, ganz knapp jetzt auch der Senat, weil Kamala Harris das Zünglein an der Waage sein wird. Manche fragen sich, wie ist es jetzt doch möglich, dass das Ergebnis oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier das Ergebnis jetzt schon haben, die Märkte jedenfalls stellen sich darauf ein und reagieren entsprechend, dass das so schnell ging. Nun, man hat aus den Wahlen am 3. November zum Präsidenten oder die Präsidentschaftswahlen, da hat man seine Lehren draus gezogen aus den Wahlen in Georgia, hat das Ganze viel effektiver gestalten können. Damals hat es ja 10 Tage gedauert, bis das Endergebnis offiziell feststand. Jetzt ist die ganze Geschichte viel schneller passiert. Was wird das alles nach sich ziehen? Welcher Rattenschwanz hat das zur Folge? Einer der wichtigsten politischen Entscheidungen des Jahrzehnts wahrscheinlich, fast ähnlich wichtig wie die US-Präsidentschaftswahl. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Ergebnisse schon ausgerufen werden. Demokraten werden das erste Mal seit einem Jahrzehnt sowohl Präsident stellen als auch Senat und Abgeordnetenhaus hier dominieren oder leicht dominieren zumindest. Twitter hat übrigens diesen Tweet, der dieses Ergebnis schon als feststehende betrachtet, auch mit einem Hinweis versehen, dass das eben noch nicht offiziell sei etc. etc. Also ganz ähnlich wie bei den Tweets von Donald Trump. Wenn wir uns mal die einzelnen Rennen anschauen, Warnock gegen Loeffler, wie gesagt, das Ding ist schon entschieden. Ossoff gegen Perdue, 97% der Stimmen ausgezählt. Ossoff mit einem Vorsprung von 1,1%, so gut wie sicher. Die Märkte, wie gesagt, haben sich völlig darauf eingestellt. Was wird das bedeuten jetzt zunächst mal im makroökonomischen Sinne? Ein Sieg der Demokraten erhöht zunächst mal, wie die Rabobank hier in dieser Auflistung zeigt, die Wahrscheinlichkeit von weiteren Stimulusmaßnahmen. Allerdings ist die Geschichte ja sehr, sehr knapp. Wir haben im Abgeordnetenhaus nur eine knappe Mehrheit und wir haben im Senat eben nur durch die Vizepräsidentin Kamala Harris eine hauchdünne Mehrheit der Demokraten, mehr Stimulus wiederum, aber durch die Politik, wenn er denn käme, das muss man ja abwarten, würde bedeuten, dass die Fed wiederum weniger machen muss. Hätten die Republikaner gewonnen, dann wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir wenig Stimulus haben, aber eben die Fed hätte dann mehr agieren müssen. Nullsummenspiel, Fragezeichen, so sieht es zumindest Lance Roberts, der sagt, egal was passiert, die Märkte gehen nach oben. Wenn die Demokraten gewinnen, gehen die Märkte nach oben. Wenn die Republikaner gewinnen, gehen die Märkte nach oben. Und wenn sozusagen es 1:1 stünde, also ein Sitz in Georgia an die Demokraten, einer an die Republikaner gefallen wäre, würden sie auch nach oben gehen. Reality ist, es macht keinen Unterschied, das sagt hier Lance Roberts. Es ist nur eines klar, dass die Ungleichheit weiter steigen wird und die Wirtschaft sich weiter abschwächen wird. Das ist genau der Punkt. Denn wir stehen jetzt vor schwierigen Zeiten. Zunächst mal kommen wir aber zu der Marktreaktion. Hier sehen wir, dass jetzt das erste Mal seit März 2019 die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen nach oben schießt und zwar über die Marke von 1%. Wir sehen also diese Erwartung, dass die Demokraten eine, naja, etwas expansivere Politik betreiben werden, was ihre Haushaltspolitik betrifft, hier die Renditen nach oben treibt, die Anleihe fällt also, die Renditen steigen erstmals, wie gesagt, über die 1%-Marke. Wir sehen, dass jetzt Folgendes passiert, der Nasdaq unter Druck, Sorge vor Regulierungen durch die Demokraten, während der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex auf Future-Basis nach oben geht, hier unten die Relation Russell 2000 zum Nasdaq, Hoffnung auf eben diesen Stimulus. Also wir haben eine differenzierte Reaktion der Märkte, Tech eher schwächer, Russell 2000 eher stärker, eben Stimulushoffnungen. Und wir sehen, dass der Dollar unter Druck ist. Und hier mal ein sehr, sehr langfristiger Chart des US-Dollars, des Dollar-Index genauer gesagt. Wir sehen, wir sind in einem langfristigen, sehr langfristigen Aufwärtstrend, der jetzt genau sozusagen auf dem Prüfstand steht. Denn wir haben hier praktisch eine Unterstützung und wir haben die Trendlinie zugleich
hier von Kimberly Chart Solutions, dieser sehr, sehr gute Chart, der zeigt, dass es jetzt um vieles geht, dass wenn der Dollar diese wichtigen Marken durchbricht, es dann richtig rund gehen könnte für den Greenback. Und wir haben jetzt die Situation, dass heute ja dann in Washington ansteht, beim US-Kongress, die offizielle Bestätigung des Wahlergebnisses. Jetzt sagt Donald in einem Tweet, wenn Mike Pence, der Vizepräsident, sich für uns einsetzt, dann werden wir die Präsidentschaft gewinnen. Das ist mal ein Statement. Many states want to decertify. Also viele Staaten wollen die Wahlergebnisse praktisch wieder rückgängig machen, rückgängig erklären. Sie hätten da inkorrekt gezählt und hätten betrügerische Zahlen hier durch Betrügerwähler etc. etc. Also Mike can send it back. Jetzt muss es also Mike Pence richten. Kann er das? Das ist die große Frage. Nein, er kann es nicht. Das sieht die Verfassung nicht vor. Erstens. Zweitens sieht es auch die Kongressordnung nicht vor. Also die Ordnung, wie die Dinge ablaufen im US-Kongress. All das ist sozusagen überhaupt nicht vorgesehen. Manche sagen hier schon, Insiderberichte etwa von der New York Times, dass Pence auch enttäuscht ist, aber er eben sagt, ich kann es nicht ändern, es ist eben nicht in der Verfassung vorgesehen und der Druck auf Mike Pence ist jetzt enorm. Wird er sozusagen sich konform verhalten mit der Verfassung der USA oder wird er sich loyal zu Trump verhalten? Eine ziemlich unschöne Situation für den Vizepräsidenten. Um 19 Uhr deutscher Zeit, 1 Uhr mittags heute, soll sozusagen dieses Ergebnis zertifiziert werden. Jetzt gibt es ja Einsprüche gegen verschiedene Bundesländer. Pennsylvania hat sich jetzt gemeldet etc. etc. 4 Bundesstaaten werden wohl beeinsprucht sozusagen durch die Republikaner. Das dürfte das ganze Prozedere nach hinten ziehen, aber eben nicht wirklich grundsätzlich verändern. Jetzt hat die New York Times berichtet, dass Pence Trump gestern bei einem Essen klar gesagt hat, du, ich habe nicht die Macht dazu, ich kann das nicht machen, dass ich hier dieses Wahlergebnis rückgängig mache. Daraufhin hat dann Trump ein Statement herausgeben lassen, dass dieser Bericht der New York Times, dass Pence sagt, ja, kann ich gar nicht, der sei Fake News. Pence sieht es genauso wie er, sagte Donald Trump in diesem Statement. Der kann das. Das würde auch durch die Verfassung gedeckt sein. Vermutlich hat Donald Trump die Verfassung noch nie wirklich gelesen, aber sei es drum. Interessant ist, dass übrigens dieses Statement mit dem 5. Januar 2020 versehen ist. Also ein Relikt der Vergangenheit vor gut einem Jahr. Also schon passiert, da hat man sich scheinbar geirrt. Und genau das ist das, was Eamon Javers, politischer Beobachter für CNBC in Washington, nochmal klar sagt. Es geht nicht. Mike Pence hat nicht die Möglichkeit, das zu tun. Heute ja Demonstrationen. Der Marsch für Trump wird in Washington stattfinden. Man fürchtet Auseinandersetzung zwischen Linken und Trump-Anhängern. Also das könnte heute politisch durchaus ein heißer Tag werden. Und jetzt nochmal zurück zur wirtschaftlichen Entwicklung. Was bedeutet das? Wir werden so oder so eine Situation haben, wo die Mehrheitsverhältnisse so knapp sind, dass wirklich große Dinge, große Reformen in den USA nicht durchgesetzt werden können. So viel ist mal klar. Und jetzt hat hier zum Beispiel die Weltbank davor gewarnt, solange jetzt nicht wirklich große Reformen kommen, werden die 2020er Jahre sehr, sehr schwierig. Wir erinnern uns noch, es war ja noch vor kurzem die Rede und ist teilweise immer noch von den Roaring 2020s, von den röhrenden 2020er Jahren, dieser Boom, der da kommen soll, das sehe ich völlig anders, das sieht die Weltbank völlig anders. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir immer mehr Staat bekommen, dass der Staat immer mehr sich einmischt, ist durch den Sieg jetzt der Demokraten ja nicht gerade kleiner geworden, sondern größer geworden. Dort, wo mehr Staat ist, ist tendenziell weniger Wirtschaft, weniger Wachstum, weil der Staat schlichtweg kein Unternehmer ist, nicht unternehmerisch denkt, sondern nur umverteilt und damit letztendlich kein Wachstum schafft. Das ist das große Problem, das wir jetzt haben in diesen 2020er Jahren. Also seien Sie da durchaus skeptisch, wenn Sie solche Roaring 2020s Ansagen hören. Wir sehen interessanterweise ja jetzt den Russell 2000, untere Grafik, unterer Chart nach oben gehend, aber wir sehen, dass Lumber, Bauholz in den USA schon länger deutlich unter Druck ist. Warum ist das wichtig? Das ist eben deshalb wichtig, weil Lumber ein sehr, sehr guter Frühindikator für die US-Wirtschaft ist. Warum? Lumber, dieses Bauhaus, wird praktisch in jedem US-Haus verbaut.
Und es ist nun mal schlichtweg so, dass viel mehr Amerikaner letztendlich Immobilien besitzen als Aktien, beziehungsweise die Immobilie in dem Bestand, in dem Vermögen der Amerikaner eine viel größere Rolle spielt als Aktien. Dementsprechend sind die Preise für Lumber ein Indikator dafür, wie es am Hausmarkt aussieht, wie die Nachfrage da ist und damit sozusagen letztendlich auch für die Situation des US-Konsumenten, für die Situation der US-Wirtschaft. Hier sehen wir, dass da Lumber in letzter Zeit deutlich gefallen ist. Kommt jetzt die Drehung durch den Sieg der Demokraten? Große Frage. Hier übrigens ein sehr interessanter Chart von Michael Silver, Figuring Out the Money. Und nochmal herzlichen Dank, wollte ich sagen, für die vielen, vielen Kommentare auf YouTube oder auf Finanzmarktwelt zu Bitcoin. Ich konnte da noch lange nicht auf alles reagieren, finde aber, dass die ganze Geschichte sehr fair abgelaufen ist. Es ist eine Diskussion, es soll ja nicht ein Glaubenskrieg sein, um das nochmal klar zu sagen. Und das hat überwiegend sehr, sehr gut funktioniert. Nochmal herzlichen Dank. Viele von Ihnen werden ja vielleicht jetzt gerade aus dem Bett kommen, wenn Sie aus katholischen Gebieten kommen. Die haben ja heute Feiertag, die Protestanten müssen wieder arbeiten, gell? Also irgendwas haben die falsch gemacht. Ne? Bist du Katholik, ne? Ein bisschen sündigen, dann gehst du zur Beichte und dann schwamm drüber, gell? Alles vergessen, bist du Protestant. Ne? Hast du weniger Feiertage, alles ein bisschen bierernst, ja, und deswegen müssen wir hier in Hamburg heute arbeiten. Es ist einfach, es ist irgendwo ungerecht. Aber für die Katholiken, die haben heute sicherlich Zeit, bei finanzmarktwelt.de reinzuschauen. Heute gibt es die ADP-Arbeitsmarktdaten, die große Vorschau auf den Freitag, dann mit den großen Arbeitsmarktdaten. Und es wird spannend an den Märkten, wie die reagieren auf das, was da jetzt passiert ist, auf diesen Reflation-Trade. Man erwartet Inflation, deswegen gehen ja die Renditen nach oben. Aber wenn die Renditen nach oben gehen jetzt bei Staatsanleihen, dann dürfte das perspektivisch eben auch wieder den Dollar stärken. Also was wird da kommen? Das wird eine interessante Geschichte. Wird der Nasdaq weiterfallen? Der Russell 2000 weiter steigen? Was macht der DAX? Was macht der Dollar? Das sind die Fragen, die man sich stellt am Tag der heiligen drei Könige. Wer es glaubt, wird selig. Also meine Damen und Herren, jetzt das Allerbeste. Servus und ciao. Schauen Sie rein bei finanzmarktwelt.de. Ciao.